Okay. So, aufwärmen und 10 Uhr, los geht's. Herzlich willkommen zum Gedankenflimmern Live-Podcast. Applaus. Das Schild, das sieht man nicht. Das ja, ist ich sehe schon. Von daher trotzdem allen herzlich willkommen und hallo zu unserem Live-Podcast. Genau, ja. Ach, wir waren gerade so an einem Punkt, wie können wir Online-Konferenzen auch mal ein bisschen lebendiger gestalten und ja, da kommen natürlich die Spielkinder auch weiter raus. Lustiger, manche Anfragen kommen ja, wie kann man so Zoom-Konferenzen oder BigBlueButton oder wie auch immer, wie kann man das lustiger gestalten? Ja, ansprechender, lustiger, genau. Vielleicht wird das ja auch mal zu dem Thema Videoanimation. Aber gut, nichtsdestotrotz, wir begrüßen erstmal alle hier im Zoom-Chat, im Facebook-Livestream und auch diejenigen, die sich die Aufzeichnung nachher anschauen, zum Gedankenflimmer-Live-Podcast. Mein Name ist Tobias Albers-Heinemann, neben mir der Kollege Michael Grunewald. Und wir haben heute unterschiedliche Themen. Michael, was haben wir denn mitgebracht? Ja, einerseits haben wir natürlich dadurch, dass wir in den letzten Wochen und Monaten ganz viele Veranstaltungen selber durchgeführt haben, Online-Bildungsveranstaltungen, Online-Konferenzen, Online-Besprechungen, eine ganze Reihe von Eindrücken gesammelt und so langsam kristallisieren sich Punkte raus, wo man sagt, ah, das ist ganz gut und das ist weniger gut. Ja, es gibt ja dann immer auch die Nachfrage, der ich auch immer gefragt habe, wie sind so didaktische Konzeptionen von solchen Fortbildungen? Das ist so ein Thema, das wir haben. Und dann haben wir noch? Ja, genau, die Frage gestellt, was braucht es eigentlich für Bildnerinnen und Bildner, damit, ich sag mal, eine Vorbereitung und eine Qualifizierung in diesem Bereich auch so stattfinden kann, dass sie auch ja, zeitlich ins Berufsbild passt, dass sie inhaltlich ins Berufsbild passt, dass sie aktuelle Trends mit aufgreift und wie können eigentlich für Multiplikatoren, für Bildnerinnen und Bildner eigentlich die Bildungsprozesse aussehen, was wird es brauchen. Und den dritten Punkt, Michael? Ja, der dritte Punkt kann ich dir jetzt so gar nicht genau sagen. Was ja, mich. Das ja, war eigentlich auch mein Punkt. Das macht ja auch nichts. Ich kann dir nur sagen, was mich so noch beschäftigt neben all diesen ganzen Veranstaltungen. Was beschäftigt dich denn noch neben den ganzen Veranstaltungen? Naja, ich wäre ja oft mal eingeladen zu Veranstaltungen und die Fragen, die sich da, die mir gestellt werden, die beschäftigen mich natürlich auch. Also wir haben ja schon gesagt, dass wir dieses Mal nicht mit Corona-App da sind, aber es ist schon interessant. Also ich hatte gestern ein Gespräch mit Menschen aus dem Kultusministerium Hessen. Und da ging es natürlich auch um die Nutzung Corona-App, Schülerinnen und Schüler und Datenschutz und Schülerinnen und Schüler müssen in der Schule ihr Handy aushalten. Also gerade in der Situation, wo sie sozusagen ganz nah beieinander sind ja. Und eigentlich die Gefahr am größten ist, da müssen sie dieses Hilfsmittel ausschalten. Ja, da stoßen dann wieder alte Medienkonzepte auf neue Anforderungen. So ist es. Ja. Ja, vielleicht können wir das nachher ja auch nochmal mit aufgreifen, wenn noch ein bisschen Zeit bleibt am Ende. Wir hatten auf jeden Fall, und das ist ja auch das Hauptthema für heute, Bildungskonzepte und Bildungsmethoden, Formate. In den letzten Monaten waren wir alle gezwungen, ja, unsere Veranstaltungen in den Online-Raum zu übertragen. Wir hatten Kontaktsperren, wir hatten Distanzgebote, sehr viel konnte vor Ort nicht stattfinden. Und nach erstmal ein paar Wochen der Orientierung, die wir selber ja auch für zahlreiche Online-Veranstaltungen, Webinare, Schulungen genutzt haben, kommen jetzt oder sind in den letzten Wochen sehr viele zahlreiche und vielfältige Formate entstanden. Barcamps, Fachtage, Fortbildung, mehrtägige Fortbildung. Und auch bei mir häufen sich natürlich die Anfragen, ja, wir haben jetzt unsere Jahresversammlung, Fachtag, wie auch immer, jetzt verschoben und müssen es online stattfinden. Wie geht das? Und wir haben ja selber jetzt einiges ja, organisiert. Wir haben aber auch als Besucher
einiges auch miterlebt, bei unterschiedlichen Formaten. Und da wollten wir uns ja mal drüber unterhalten, wie wir diese Formate erlebt haben. Und natürlich reden wir dann auch über Formate, aber ich glaube, das ist einfach so ein Punkt, wo man einfach auch, ich sag mal, ins Gespräch kommen kann, wie auch aus Benutzer-, Benutzerinnen-Seite Veranstaltungen wahrgenommen werden. Wir selbst sind ja auch immer sehr dankbar für Kritik und Rückmeldung, die wir dann kriegen. Und von daher, lass uns doch mal einsteigen, Michael. Der Impuls kam ja von dir und du hast ja auch einiges besucht in den letzten Wochen. Genau, ja. Also Webinare darf man ja nicht mehr nennen, so markenschutzrechtlich, weil das... Ja, du darfst es ja noch sagen, du darfst es nur nicht mehr verwenden für deine Formate. Genau, also ich habe Webinare besucht und habe sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Also einmal war ein Webinar, da ging es um Fragen von Datenschutz mit diesen ganzen Zoom-Konferenzen und BigBlueButton und Jitsi und was es alles gibt und eigentlich datenschutzrechtlich und was macht es mit Firmen, deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter daran teilnehmen müssen. Das war eine Veranstaltung, die war sowas von grauenhaft, weil sie ein ganz klassisches Format, das man so in einer Akademie hat, also jemand kommt, hält einen Vortrag, dann hat man noch ein paar Minuten vielleicht für Rückfragen, dann kommt der nächste Vortrag, hat man noch ein paar Minuten. Und so ging das den ganzen Tag. Also es waren tatsächlich 45 Minuten Vortrag und dann ungefähr 3 bis 5 Minuten noch für Rückfragen über Chat. Und dann ging der nächste 45 Minuten Vortrag. Und dann wieder 3 bis 5 Minuten, dann wieder ein 45-Minuten-Vortrag und dann war das Ende der Veranstaltung erreicht. Keine Mittagspause, sonst irgendwas. Das Einzige, was es tatsächlich aufgelockert hat, das fand ich dann wiederum ganz gut, weil man mal durchatmen konnte, waren zwischen den Vorträgen so kleine Lesungen, 5 Minuten Lesung zum Thema. Ja. Das fand ich ganz schön. Aber ansonsten, also wer hört 45 Minuten gebannt einer Stimme zu? Das fällt ja schon in analogen Zeiten sehr schwer. Ja. Das, finde ich, sollte man vermeiden in Veranstaltungen. Ja, es ist ja vor allen Dingen die Dauer. Also ich meine, wir beschäftigen uns ja schon sehr lange damit und war ja auch schon sehr früh die Erkenntnis, dass man solche Formate nicht 1:1 übertragen kann, weil einfach die Aufmerksamkeitsspanne ist ja digital nochmal eine andere als, ich sag mal, analog. Ich denke dann auch viel an die Menschen, die eben nicht so an Bildschirmarbeit gewohnt sind. Wenn die dann, 3, 4 mal 45 Minuten irgendwie vor dem Bildschirm sitzen, das ist ja fast irgendwie wie so 10 Stunden Herr-der-Ringe-Marathon irgendwie gefühlt. Ja, aber ich bin ja sozusagen so ein Bildschirm-Junkie. Also ich kann ja tatsächlich lange vor dem Bildschirm sitzen. Aber die Frage ist ja sozusagen, was musst du als Zuschauerin und Zuschauer erfüllen? Und wenn du denn einen Vortrag hörst, ist es ja was anderes, als einen Text zu bearbeiten. Also du hängst ja nicht nur vor dem Bildschirm, sondern deine Konzentration, deine Aufmerksamkeit ist ja eigentlich auf die Sprecherinnen und Sprecher gerichtet und was die sagen. Und kannst du dem tatsächlich online, wir wissen das ja auch offline, ja, lange folgt man so einer Person nicht wirklich konzentriert. Aber ich sag mal, mein Gefühl ist es, dass es digital sich noch anstrengender anfühlt. Weil du natürlich gar keine anderen Reize hast. Ja, wenn du mal so einen Vortrag hast und du, da vorne ist jemand, der erzählt und dann kannst du mal gucken, wie reagieren eigentlich die anderen. Du kannst vielleicht mal mit deinem Nachbarn sagen, hier, findest du das auch oder hast du das verstanden? Das fällt ja alles weg im Digitalen. Ja. Diese kleinen Zwischensequenzen, dieses, ja, ich kann mal da schauen, wie reagieren die, gibt es Stirnrunzeln bei den anderen, ja. Und das finde ich, das sollte man auf jeden Fall auch bei Veranstaltungen berücksichtigen. Vor allen Dingen auch so die Möglichkeit des Austausches nebenbei. Also ich schätze es ja sehr bei Barcamps oder auch bei Veranstaltungen, wenn mich was nicht interessiert, kann ich ja mit jemandem rausgehen, draußen Kaffee trinken, mich draußen und unterhalten. Also das heißt, parallele Räume schaffen. Und ich erinnere mich auch sehr kritisch an unser erstes Online-Barcamp. Da haben wir versucht, diese Räume zu schaffen, allerdings mit separaten Zoom-Konferenzräumen, sodass du im Vorfeld gar nicht gesehen hast, wer von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern ist jetzt eigentlich wo. Also du musstest dich ja aus einer Videokonferenz rausschalten, in eine neue reinschalten. Du musstest dich vorher verabreden und Absprachen treffen für den Pausenraum.
Und das ist dann ja auch eine Barriere, wo wir gesagt haben, ja, das lässt sich geschickter regeln. Ne? Also das müssen wir auch unsere eigenen Angebote ganz selbstkritisch mal unter die Lupe nehmen. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Das gilt ja auch für Redezeiten. Ja, also ich bin ja auch bekannt manchmal als Vielredner bei Vorträgen und versuche mich ja dann auch immer ein bisschen zu runterzuholen und zu sagen, mir geht es eigentlich viel mehr um die Interaktion. Ja. Ja. Und so die Frage, wie kann man tatsächlich Interaktionen gestalten? Interaktion, das ist auch ein gutes Stichwort. Ich war selber ja auch in den letzten Wochen auf mehreren Online-Veranstaltungen und bei einem Barcamp gewesen. Das wurde über die Software WebEx durchgeführt von Cisco. Und das ist jetzt ein Kritikpunkt, der im Software-Design liegt. Es hat auch was mit Interaktion und Übersichtlichkeit zu tun. Während ich bei Zoom, wenn jemand einen Bildschirm freigibt in der Kleingruppe, ja die Möglichkeit habe, mir alle Teilnehmerinnen in der Kleingruppe, ich sag mal, in einem separaten Fenster nochmal anzeigen zu lassen, dass ich einen Blickkontakt habe, dass ich auch sehe, wer ist in dieser Kleingruppe, war das in diesem WebEx-Format eben nicht so. Das heißt, wir waren dann in den Breakout-Sessions und ich habe oben im Prinzip, das waren die 5, 6, 7, die, ich sag mal, per Video dazu waren und der Rest war Teilnehmerliste. Ich habe da nur die Namen gesehen. Und da habe ich dann halt gemerkt, da fällt mir persönlich eine Diskussion schwer, wenn ich mich mit einer Teilnehmerliste unterhalte und kein optisches Gegenüber habe. Und ist ja auch immer so die Frage, inwieweit mache ich bei solchen Veranstaltungen die Nutzung einer Webcam zur Pflicht? Einige sagen ja auch, okay, so wie sie wollen. Es gibt ja Gründe auch, die Webcam auszuschalten, spart Bandbreite, spart auch CO2, wie wir ja gelernt haben. Aber trotzdem, finde ich, fällt dadurch ein ganz, ganz großer kommunikativer Aspekt weg. Und wenn ich jetzt Fortbildung mache, wir haben jetzt die letzten Woche vermehrt, auch mehrtägige Fortbildung, die klar sind auch in einem geschützten Raum, möchte ich eigentlich schon, dass jeder auch die Webcam auch aktiv hat, um diesen kommunikativen Rahmen auch zu schaffen. Ja, da hast du vollkommen recht. Also ich beschäftige mich ja nicht nur mit Fragen der Didaktik, sondern auch mit Fragen der Mathetik, wie du schon weißt, eines meiner Lieblingsworte. Ja, nämlich also nicht nur die Lehre des Lehrenden, wie gestalte ich eine Sitzung am besten oder eine Veranstaltung am besten, sondern wie ist eine Veranstaltung aus Sicht der Teilnehmenden, also der Lernenden. Ja, und da gibt es natürlich auch eine ganze Reihe von Erkenntnissen. Ja, das sind Erkenntnisse, die wir in unserem Alltag, ich sag mal, für ganz normal halten. Wie lernen wir selber am besten? Ja, also ich lerne ja nicht dadurch, dass ich mir 45 Minuten einen Vortrag anhöre. Ja, da erfahre ich Dinge, aber das ist ja sozusagen noch kein Lernen. Ja. Wie lerne ich? Und lernen tue ich eben mehr als nur sozusagen irgendwo zuhören. Ich muss das verarbeiten, ich muss auch das wissen wir aus analogen Verhältnissen. Ich muss mich auch mit anderen darüber austauschen. Ja, das muss ja nicht unbedingt in der Veranstaltung sein. Das wäre natürlich am besten, weil es dann zeitnah ist. Aber es kann auch hinterher sein, dass man sich nochmal sowas zusammen anschaut, was gemacht worden ist und das thematisiert. Ja, also ich beobachte halt, also jetzt einmal im Hinblick auch bei Veranstaltungen, die ich besucht habe, andererseits auch, wenn ich mir verschiedene Homeschooling-Formate anschaue, dass viele Settings eher ein ja, didaktischer Rückschritt auch sind und auch ein mathetischer Rückschritt natürlich. Ich glaube, wir waren uns in den letzten Jahren alle relativ einig, dass so Frontalunterricht, Unterricht per Arbeitsblatt, also dieses, ich gebe dir etwas, was du ausfüllen musst, du füllst es aus und gibst es mir dann wieder zurück, dass das eben nicht die Quintessenz des Lernens ist. Und viele Digitalformate haben das jetzt aber wieder aufgegriffen. Das heißt, viele Formate haben diese frontale, ja, wenn ich jetzt sage Wissensindoktrination, das ist ein harter Begriff, aber es ist im Prinzip auch nichts anderes. Es ist ein reiner Wissensmonolog, ein Vermittlungsmonolog. Und wie gesagt, die Rückmeldung auf das Ausfüllen von digitalen Arbeitsblättern zu beschränken. Und das halte ich für einen riesengroßen Rückschritt. Einerseits natürlich aus der didaktischen Sicht, aber auch aus der mathetischen Sicht. Für die Lernenden selbst. Ja, wobei ich muss da auch sagen, ich war, ich glaube, vorletzte Woche in einem
Online-Kurs, also tatsächlich eine Schulungsveranstaltung, wo es um ein Fachthema ging. Und da waren Arbeitsblätter sehr hilfreich. Ja, aber nicht im Sinne von bearbeite das jetzt mal und gebe das Arbeitsblatt zurück, sondern wir haben ein Arbeitsblatt und ihr geht in eine Gruppe von 5 Personen und arbeitet dieses Arbeitsblatt gemeinsam durch. Ja, das war in dem Augenblick sehr hilfreich, ja, weil man dann sozusagen als Gruppe, ja, der Punkt war nicht sozusagen das Arbeitsblatt war das Zentrum, sondern das Gespräch in der Gruppe war das Interessante. Richtig, da war als Methode dann ja eben die Gruppenarbeit gedacht. Genau. Und das Arbeitsblatt war eben die Methode und oder eben ein Hilfsmittel dazu, damit in der Gruppe gearbeitet werden kann. Das ist ja nochmal ein ganz anderer Aspekt, finde ich. Genau, das war sehr gut. Aber in der gleichen Veranstaltung, das war etwas, was mir weniger gefallen hat. Das waren also, ich glaube, 48 Personen waren wir. Ja. Und es gab eine kurze Vorstellungsrunde. Jeder sollte seinen Namen sagen und woher er kommt. Ja. Also ich bin beim 5. Namen und beim 5. Ort bin ich ausgestiegen, weil man natürlich die Namen auch gesehen hat auf dem Bildschirm. Ja, das heißt, wer jetzt gerade spricht, sehe ich gerade. Ja, ich sehe im Prinzip, bei Zoom geht es ja mit 48 Leuten, dass man die auf einem Bildschirm hat. Ja, ich sehe die Namen und ich sehe auch, weil jeder hinter seinen Namen schreiben sollte, woher er kommt. Das heißt, die Informationen waren für mich schon sichtbar. Ja. Ich habe nur gesehen, dass von den Ausrichtern, von dem Veranstalter, das als eine Abfrage genutzt wurde, um die Teilnahme festzustellen. Also ich hatte die letzten Wochen ja auch Fortbildung über mehrere Tage. Und die Teilnahme habe ich einfach festgestellt, dass ich für mich dann einen Screenshot gemacht habe und nachher einfach die Namen abgeglichen habe. Weil in der Veranstaltung ist mir die Zeit dafür auch zu schade. Auf der anderen Seite finde ich dann die Vorstellungsrunde ganz gut. Allerdings, bei mir ist die Gruppengröße bei wirklich den Online-Kursen auch begrenzt. Da sind wir dann 16, 17 Leute und ich glaube, da kann man dann einfach auch, wenn es auch um Erwartungen und also wenn ein Thema im Prinzip auch vorgegeben ist, das Fortbildungsthema, wenn es auch um Erwartungen und auch um persönliche Ziele der Fortbildung geht, finde ich das eigentlich auch schon als inhaltlichen Schritt wichtig. Ist halt die Frage, ja, wann sprengt das den Rahmen? Ich meine, 50 Leute, das ist natürlich schon, wenn jeder eine Minute nur spricht, ist schon fast eine Stunde rum. Ja, wir hatten ja nicht eine Minute, sondern es sollte ja jemand, ja, ich heiße, mein Name ist Michael Grunewald, ich arbeite im Zentrum gesellschaftliche Verantwortung in Mainz. Das waren vielleicht 30 Sekunden, aber mach das mal mit 48 Leuten. Ja, aber auch dann bist du bei fast 35, 40 Minuten. Also wir waren ungefähr bei 30 Minuten. Noch anstrengender empfand ich es in einem Barcamp Medienbildung in Mecklenburg-Vorpommern. Das war sozusagen aus meiner Perspektive ein gut gemeinter Versuch. Nämlich am Anfang stellen sich alle vor mit 3 Hashtags. Also jeder hat sozusagen einen Begriff. Wir waren ungefähr 90 Personen und nach der 5. Person, ja, man sagt ja dann nicht Michael Grunewald, Soziologe, Bildungsarbeit, Digitalisierung, sondern man sagt Michael Grunewald, ich arbeite bei der Evangelischen Landeskirche, Schwerpunkt. Ja. Und dann waren wir bei 30 Sekunden und mach mal 30 Sekunden bei 100 Leuten. Ja, ja. Also das sind einfach so Sachen, wo ich dann sage, ja, da ist man einfach schnell draußen. Ja. Also spätestens bei der 10. Person bist du draußen. Also ich. Ja. Bei der 10. Person draußen. Ich glaube, das geht mir ähnlich. Da ist jetzt auch die Frage, wir hatten ja damals auch bei unserem Barcamp gesagt, okay, wir verzichten auch bei 120 Leuten auf die Vorstellungsrunde. Wir machen im Prinzip in den kleinen Gruppen, 5, 6 Leute waren das, die dann 5 Minuten Zeit hatten oder 10 Minuten, sich kennenzulernen. Nachteil ist natürlich, du hast nur eine kleine Gruppe unter den 120, die du dann auch wirklich kennst. Aber auch hier kann man natürlich diskutieren und fragen, reicht das im Prinzip als Einstieg in eine Online-Veranstaltung, die ja zeitlich begrenzt ist, um einfach, also ich finde ja so diese kleine Vorstellungsgruppe, die befreit ja auch so ein bisschen aus der Anonymität. Ja, also du hast einfach schon mal
Computer, du hast Leute und das Ganze macht dieses fremde Digital-Setting nicht ein wenig unabstrakter, also auch konkreter für einen. Und es ist halt die Frage, reicht das vielleicht schon, wenn man das in Kleingruppen macht? Und ja, vielleicht ist das ja auch eine Frage für die Facebook-Zuschauer oder hier dann per Chat vielleicht auch mal zurückzumelden. Wie haltet ihr das? Wie findet ihr das? Ich sag mal, mit wie vielen Leuten macht wo und wie eine Vorstellungsrunde Sinn? Oder reicht das doch auch in Kleingruppen zu machen? Genau. Und das Interessante bei diesem Mecklenburger Barcamp war, dass man nach dieser Hashtag-Runde tatsächlich Kleingruppen gemacht hat zum Kennenlernen. Also 5 Personen und dann 3 Minuten oder 4 Personen, 3 Minuten, ganz kurz, mit einer Fragestellung. Das fand ich ganz schön. Welche Superkräfte hättest du gerne? Und erhaltet euch, ihr 5 habt jetzt 3 Minuten da Zeit. Ja, das fand ich ein sehr schönes Herangehen, weil du es natürlich etwas wie Nähe schafft. Ja. Es schafft sowas wie Nähe zu Menschen, die du nicht kennst. Und das macht es aus Sicht von den Teilnehmenden, und das war auch eine Rückmeldung, persönlicher. Genau, weil das ist ja einfach auch so ein Punkt, also wir reden ja eben nicht nur von einem methodischen, didaktischen Aufbau oder einer mathetischen Betrachtungsseite einer Bildungsveranstaltung, sondern ich finde ja auch das Kommunikationserlebnis bei Digitalveranstaltungen ganz, ganz wichtig. Weil für viele Leute, wie gesagt, ist das noch sehr befremdlich, es ist anonymisierter oder es ist ja auch fremder. Man hat ja, oder einige haben ja auch immer noch so diesen Blick, es ist auch ein anderes Gegenüber. Also man hat die Leute nicht in echt gegenüber, dass man sie anfassen kann, sondern eben nur diese zweidimensionalen Bildchen, alle nebeneinander. Und ich glaube, da braucht es einfach Methoden, um die Befremdlichkeit ein bisschen aufzulockern. Genau, ja. Also es ist ja schon ein Unterschied, ob ich jetzt sage, ja, ihr habt jetzt hier mein Kamerabild, ihr seht mich, oder es gibt nur so ein Foto von mir, ja, das da irgendwie so hängt. Ja, das sieht man jetzt nicht, weil ich das ausgeschaltet habe, weil ich das ganz blöd finde. Genau, ja. Also das sieht man jetzt auch im Livestream nicht. Weil die genau, aber einfach so dieses, ja, du hast dein Gegenüber bewegt sich, du siehst ja Mimik und du siehst Gestik. Ja, du siehst, Tobias hat sich gerade an der Nase gejuckt oder lächelt, ja. Das fällt weg, wenn du nur den Namen siehst oder nur ein Foto siehst. Ja, natürlich. Also die gesamte nonverbale Kommunikation, die fällt ja weg. Und die ist ja unheimlich wichtig, was ja auch wir alle wissen. Anonymität ist nochmal ein gutes Stichwort. Das erinnert mich jetzt an das große Barcamp Digitalität 20. Also erstmal Hut ab vor dieser Veranstaltung mit 2000 Teilnehmern. Wow, wirklich gut organisiert, gelöst, also auch mit der Methode, dass, also ist ja vollkommen klar, mit 2000 Leuten kann man keine Sessionplanung vor Ort machen, das geht nicht. Und dort wurde die Methode gewählt, dass Sessions im Vorfeld per Video eingereicht werden konnten und dann eben aus den Einreichungen wurde das Programm im Vorfeld festgelegt. Also man hatte im Prinzip ein aus der Zuschauerschaft organisiertes Workshop-Programm eigentlich. Und dann gab es, das war dann auch der thematische Input, dann gab es nochmal einen kurzen Input per Video und per Livestream und dann ging es in die Kleingruppen. Umgesetzt war das Ganze mit Big Blue Button. Und auch hier ist auch klar, wenn man jetzt, ich sag mal, 8 parallele Themen hat, 2000 Zuschauer, kann man jetzt auch nicht irgendwie, ich sag mal, ein Achtel von 2000 in eine Kleingruppe zum Diskutieren stecken. Das ist ja viel zu viel. Deswegen war das von der Software so gelöst, dass man automatisch in Kleingruppen a 10 Personen, also in Gesprächsrunden, zugewiesen wurde. Methodisch find ich das super. Mhm. Allerdings muss ich auch sagen, in 3 Runden ist es mir ergangen. Ich bin dort erstmal reingekommen und ich weiß nicht, aus welchen Gründen, Datenschutz oder wie auch immer, wurden die Namen der Personen nicht angezeigt. Das heißt, die hatten Fächernamen, Mathematik, Englisch, Deutsch. Also es war 3-mal Mathematik in einem Raum, 2-mal Englisch, 4-mal Deutsch. Ja. Weil es war für Schule ausgerichtet. So. Ja. Und wenn ich jetzt jemanden ansprechen wollte, ich habe die ja alle auch gesehen im Big Blue Button, muss ich sagen, du links oben mit dem blauen Jackett und der Brille, weil es war ja 4-mal Mathematik vor Ort. Also mir hat einfach der Name auch gefehlt, um die Leute anzusprechen. Und da war diese Anonymität, die war auch da, aber die fand ich sehr, sehr hinderlich in der Kommunikation.
im methodischen Aufbau her fand ich es etwas ungeschickt, weil ich auch in drei Runden drin war, wo keiner jetzt genau wusste, wie geht's denn jetzt weiter? Also das heißt, es waren unmoderierte Gruppen. Es gab zwar Kümmerer, die, ich sag mal, das Ganze so ein bisschen initiiert haben, aber in den Gruppen, wo ich war, war keiner da. Und wir standen erstmal, wann geht's denn los? Wer fängt denn jetzt wie an? Unsicherheit. Dann bei Big Blue Button, ich finde die Oberfläche noch für mich sehr unintuitiv. War auch nicht klar, wer ist denn jetzt hier irgendwie Moderator, wer kann denn jetzt hier irgendwie was zeigen, wer kann denn jetzt mal was präsentieren. Ist jetzt nicht einfach so wie bei Zoom, dass da jeder jetzt was freigeben kann. Du musst ja, glaube ich, auch das Recht freigeben zu können an Teilnehmer vergeben, die zu Präsentatoren machen. Das geht aber auch nur, wenn du dann vorher schon Moderator bist. Und das ist jetzt eher so ein Punkt vom Software-Design her, wo ich mit Big Blue Button mit als Lösung nicht warm werde. Also ich glaube, das ist so ein bisschen wie Moodle, wo das ja auch so im Paket immer mit auch an Schulen eingesetzt wird. Wenn es das ist, was zur Verfügung steht, wenn ich Möglichkeit, Zeit habe, mich dort einzuarbeiten und meine Inhalte daran anzupassen, ist das, glaube ich, okay. Wenn ich jetzt aber aus einer Welt komme, wo ich sagen kann, okay, das ist mein Lernziel, das ist mein Bildungsinhalt und ich suche mir meine Tools, damit ich das, was ich will, auch so umsetzen kann, wie ich will. Ja, und ich auch die Wahl habe, okay, hier nutze ich Zoom, hier nutze ich Jitsi, hier nutze ich Nextcloud, hier nutze ich CryptPad oder wie auch immer. Ich glaube, dann ist das zu einschränken. Mhm. Und der finale Kritikpunkt, ich hatte Big Blue Button selber auch mal ausprobiert in einem Testsetting, mehrere Computer parallel laufen, einer als Host, die anderen als Teilnehmer. Ich habe Teilnehmer, also Breakout-Sessions, Kleingruppenräume erstellt und bin dann als Host nicht mehr in die eigentliche Videokonferenz zurückgekommen. Also als Gast schon, aber der Host war in der Kleingruppe irgendwie, dann kam nicht mehr zurück. Und gehe ich dann im Browser zurück, bin ich draußen aus der Konferenz und kann nur als Teilnehmer wieder dazukommen. Das bedeutet, es ist kein Host da. Vielleicht ist das ein Anwendungsfehler von mir. Vielleicht findet sich auch jetzt in den Reihen der Zuschauerinnen und Zuschauer jemand, der sagt, hey, wir kennen uns super aus, wir machen da vielleicht auch mal einen Edu-Talk oder wir kommen auch mal zu einem Gedankenflimmer-Podcast vorbei, um Big Blue Button mal vorzustellen oder wie auch immer. Sehr, sehr gerne, aber in der Rolle, dass ich mich dort einarbeiten muss, empfinde ich das eher als kompliziert. Ja, ich denke, da muss man auch wirklich schauen. Also ich habe ja einmal mit einer Kollegin Jitsi ausprobiert und habe sozusagen eingeladen zu diesem Meeting. Sie hat teilgenommen und aus welchen Gründen auch immer flog ich raus. Und dann bin ich wieder reingegangen und wir waren tatsächlich dann sozusagen kein Host mehr. Das heißt, scheinbar, aber auch da kenne ich mich nicht genügend aus, scheinbar ist es dann schon ein Problem, wenn man sozusagen in einem Raum ist und hat bestimmte Funktionen nicht mehr. Aber ja, da muss man dann wirklich schauen, ist es ein Software, vom Software-Design eben so, oder ist es ein Anwendungsfehler, wo ich dann sage, naja, die Dummheit sitzt meistens vor dem Bildschirm. Das ist bei mir auch manchmal der Fall. Natürlich. Ja. Ich will ganz gern nochmal eins. Bitte. Ich hatte ein Webinar vom digitalen Stammtisch Rheinland-Pfalz, den ich ab und zu besuche. Da gab es einen Vortrag von einem geschätzten Kollegen und die haben eine Webinar-Version, EduDip nennt sich die. Die finde ich recht gut. Also ist schon ansprechend. Man sieht sich als Teilnehmende nicht. Das ist für mich auch in einem Webinar auch in Ordnung. Ja. Wir konnten uns über Chat austauschen, das ging auch gut. Ja. Wir haben uns am Anfang alle begrüßt. Liebe Grüße aus Bad Kreuznach, Grüße aus Niederolm, Grüße aus Worms und was weiß ich was. Das ist ganz nett. Aber da ist sozusagen das Zentrale tatsächlich die Person, die einen Vortrag hält. Ja. Und das fand ich sehr schön, aber da habe ich auch gemerkt, ja, dass es eben sehr starke Unterschiede bei den Vortragenden gibt. Das kennen wir aus dem Analogen auch, ja, dass es Vortragende gibt, die das sehr gut können und es Vortragende gibt, die das nicht gut können. Aber auch da habe ich gemerkt, die Person hat viel mit Fragen
mit Befragungen gearbeitet, ja. Das heißt, wir hatten in dieser Dreiviertelstunde Vortrag bestimmt 5-mal selber einen aktiven Teil, wo wir uns zu etwas entscheiden mussten. Und dann gab es so schöne Tortendiagramme, wo eben die unterschiedlichen Abstimmungsergebnisse und das eben auch, ich sag mal, methodisch ganz gut angenommen worden ist. Ja. Weil immer natürlich spannend ist, was kommt bei raus, wie sehen das die anderen, genauso wie ich oder nicht. Genau. Aber auch da ist es ja so, also ich meine, man muss auch immer unterscheiden, wie gesagt, was man für Kurse hat. Sind das, ich sag mal, kommunikative Kurse? Sind das Vorträge? Nutze ich eine Konferenzsoftware? Nutze ich eine Webinarsoftware? Webinare sind halt einfach vom Software-Design auch, was weiß ich, bis 10.000 Personen irgendwie ausgelegt. Da kann man nicht so diskutieren wie in der Kleingruppe. Aber auch solche Vortragsformate, die ihre Berechtigung haben, können, und das kennen wir ja alle unterschiedlich, ja auch unterhaltsam und auch mit einem wechselnden Grad der Interaktion gestaltet werden. Also wenn ich jetzt, ich sag mal, Elternabende mache oder Vorträge und ich dann irgendwie mit digitalen Tools noch Zuschauerabfragen, Live-Votings oder wie auch immer mache und man als Zuschauer einen aktiven Part hat, ist es ja nochmal was anderes wie, ich sag mal, Dreiviertelstunde Netflix oder Berieselung, wo ich im Prinzip nur noch zugucken kann. Genau. Ja, und das sind aber so Erfahrungen, wo ich denke, wir müssten uns mal tatsächlich die Mühe machen, und das kostet dann auch Zeit, mal das wirklich zusammenzufassen. Also welche Erfahrungen gibt es von Veranstaltungen, die stattgefunden haben, auch von den Zuschauerinnen und Zuschauern heute, die vielleicht eigene Erfahrungen gemacht haben, aber auch bei denen, die jetzt, ich sag mal, in den letzten Monaten an unterschiedlichsten Veranstaltungen teilgenommen haben und mir ja auch immer wieder Rückmeldung geben. Also wir haben jede Woche einen Rückmeldungstag. Das machen wir einmal bei uns auf der Arbeitsstelle, dass wir alle sagen so, wie geht's euch gerade? Und da wird schon erzählt, dass es bestimmte Erfahrungen gibt in diesen Online-Meetings, also es müssen ja nicht nur Veranstaltungen sein, auch so eine Besprechung. Ja. Ich bin jetzt gleich in der 5-Stunden-Besprechung. Ja. Wie gestaltet man so eine Besprechung? Ja. Wie gestaltet man eine Bildungsveranstaltung? Wie gestaltet man aber auch eine Besprechung? Und die Anfragen, wie kann man das lustiger machen, ist ja sozusagen schon so ein bisschen ein Symbol, ja, dafür, dass es als anstrengend auch oder eintönig empfunden wird. Und das muss nicht so sein. Das ist aber sozusagen das Thema, das du ja auch vorhin angesprochen hast, die Rolle der Bildnerinnen. Ja? Genau, richtig, richtig. Welche Kompetenzen brauchen die? Da sind wir ja im Prinzip dort, wo du Großmeister der Überleitung uns jetzt thematisch auch hingeführt hast, mit dem zweiten Thema ja auch hinwollen. Und zwar, ja, wir erleben jetzt sehr viel an Formaten, wir probieren ganz viel aus, wir reflektieren und wir stellen fest, klar, es gibt so eine, ich sag mal, digitale Schicht an Bildnerinnen und Bildner, die jetzt sehr viel machen. Aber was braucht es denn, damit es wir mit den Kompetenzen und mit den Inhalten, die man dazu braucht, auch die breite Masse auch erreichen? Also das heißt, was braucht es generell, damit, ich sag mal, die Bildnerinnen und Bildner vor Ort, in den Familienbildungsstätten, in Jugendbildungsstätten etc. qualifiziert werden, um auch zukünftig ansprechende Formate gestalten zu können? Ja, du hast ja schon ein paar Sachen angesprochen. Also einerseits haben wir die Technik, also tatsächlich, welches Tool benutzt du, welches Werkzeug benutzt du für die Videokonferenz, für die virtuelle Zusammenkunft. Da gibt es ja große Unterschiede. Du hast schon mal genannt, Big Blue Button, da gibt es Zoom, da gibt es Jitsi, da gibt es Blue Jeans, da gibt es EduDip, da gibt es, ach, was ich was, wahrscheinlich Vimeo, ja, da gibt es eine ganze Reihe. Also zu schauen, was ist eigentlich mein Ziel einer Veranstaltung, wenn ich eine Veranstaltung mache als Bildnerin oder Bildner? Was ist das Ziel meiner Veranstaltung und welche Software, welche Technik brauche ich dafür? Ja? Ich brauche keine Webinar-Software für 10.000 Leute, wenn ich eine Veranstaltung mache für 15 Person. Das heißt, ich muss immer schauen, wer ist sozusagen meine Zielgruppe. Auch da haben wir ja schon
Unterschiede gemerkt, beispielsweise in der Nutzung von, kann ich 2 oder kann ich 3 Tools parallel benutzen für eine Gruppe, die ansonsten, ich sag mal, auf ihrem Smartphone oder Tablet maximal mal fotografiert, telefoniert oder eine SMS oder eine Messenger-Nachricht schreibt. Ja. Also ich finde auch ein Argument, was ich in meinen Fortbildungen eben für solche Bildnerinnen und Bildner höre, ist, alles super zu wissen, dass es das gibt, aber wann soll ich mich da überall einarbeiten? Also gerade wenn man es mit, ich sag mal so, komplexen Tools wie zum Beispiel Miro, das ist gerade eins meiner Lieblingstools. Aber also wenn ich selbst habe ja schon fast 1,5-2 Wochen damit gebraucht, um warm zu werden und auch da mir wirklich Einsatzszenarien zu überlegen. Und ich habe auch die Zeit dazu, mich da einzuarbeiten. Ja? Aber wie können wir denn, ich sag mal, von Bildnerinnen und Bildner, ich sag mal, einfach verlangen oder sagen, ja, dann nehmt euch die Zeit und arbeitet euch da einfach rein. Also das heißt, wir brauchen ja auch in der Arbeitsstruktur eine Veränderung, dass zum einen die Zeit, zum anderen aber auch die Regelmäßigkeit gegeben ist, sich mit so etwas auseinanderzusetzen, auszuprobieren. Weil ich glaube, wir brauchen ganz viel Praxis. Wir müssen ausprobieren. Denn nur wenn wir selber wissen, wie Tools, wie Dienste, wie Technik funktioniert, können wir sie auch selber anwenden, können wir sie auch selbstsicher anwenden. Wie man zum Beispiel einen Moderatorenkoffer oder einen Flipchart anwendet, das haben viele in ihrer Ausbildung gelernt. Aber auch das muss man lernen. Ein Flipchart, da gibt es zu bedienen, da gibt es so riesen Unterschiede, wenn ich zum Beispiel mich sehe oder ja die ganzen Sketchnote-Profis, was die dahin zaubern, das sind Kilometer Unterschiede. Mhm. Und zum einen brauchen wir, wie gesagt, von der Struktur her die Möglichkeit, sich einzuarbeiten. Ich finde, es muss regelmäßig passieren. Nicht nur einmal in einer Fortbildung, sondern ja, ihr macht es, wir machen es auch in unseren Zentren, dass wir uns einfach regelmäßig hinsetzen und einfach mal Sachen ausprobieren und eine Routine entwickeln. Ja, aber wir arbeiten ja bei uns sehr stark bedarfsorientiert. Das heißt, es gibt eine Bedarfsmeldung. Ja, ich brauche jetzt da Know-how oder ich brauche da Fortbildung. Das Erste ist ja, was gibt es überhaupt? Ja, ich habe jetzt beispielsweise ein katholisches Bistum in Köln oder das Bistum Köln beraten bei einer Veranstaltung. Ja, die kennen viele Sachen gar nicht. Also die Vorstellung, was man sozusagen in einer Online-Veranstaltung machen kann. Mhm. Ja, viele haben das Bild, man hat einen Bildschirm, da sitzt man davor, man sieht die anderen und dann was? YouTube übertragen. Genau, YouTube-Übertragung, dann kann man ein Video schauen und sich dann vielleicht im Anschluss daran, aber auch wie, unterhalten. Also diese Fragen, was gibt es überhaupt? Ja, das ist für Menschen, die in der, ich sage jetzt mal, Bildungsverantwortung stehen, natürlich eine Grundlage. Du musst es ja auch, ich habe meine Moderatorenschulung tatsächlich mal 3 Tage gemacht bei Neuland vor 20 Jahren, ja. Da wird natürlich erstens die Technik gelernt, zweitens hast du in so einer Schulung, musst du vor der Mannschaft, vor der versammelten Zuhörerinnenschaft, musst du sozusagen deine Moderation machen, du musst die Kärtchen an die Flipcharts, an die Pinnwand hängen, du musst Flipchart machen, du kriegst eine Rückmeldung von den Trainerinnen und Trainern, du kriegst eine Rückmeldung, ja, das heißt also Reflexion dessen, was du tust, das fällt ja hier zum Teil einfach weg. Ja, du müsstest eigentlich jemanden haben, der eine Veranstaltung mit beobachtet oder eben aber auch die Teilnehmenden Rückmeldungen kriegen. Ja, aber die Frage ist ja, also vieles, was wir in den analogen Settings machen, war ja Bestandteil von der Ausbildung oder Ausbildung, die wir gemacht haben. Die Frage ist jetzt ja, war das alles umsonst? Stehen wir jetzt vor einer digitalen Revolution und müssen komplett neu anfangen oder lässt sich da wirklich auch was übertragen? Ja, es lässt sich natürlich übertragen. Also das ist ja die Frage der Auswahl der Werkzeuge. Wenn du jetzt ein Werkzeug hast, ich sag mal, ich glaube, Annika hat bei dir Onco vorgestellt mit einer Zielscheibe, ja, als Feedback-Tool. Das kennen wir alle aus dem ganz analogen Leben. Das haben wir vielleicht in Veranstaltungen schon 20, 30 Mal gemacht, dass wir so ein Feedback einholen über so eine Papierform und Klebepunkte. Ja, Leute kleben unheimlich gerne, ja. Das kann man auch relativ einfach digital machen. Ja?
Aber man muss erstens wissen, dass es geht. Das ist ja wirklich das eine. Ja, zu wissen, was es geht. Und da ist für mich immer die Frage, wenn ich so Beratung mache, was würdest du denn analog machen? Das ist immer meine Eingangsfrage. Was würdest du analog machen wollen? Und dann zu überlegen, aufgrund der Äußerung, was könnte man da für ein Werkzeug benutzen? Und diese Kenntnisse der Werkzeuge, ja, diese Kenntnisse, die muss ausgeweitet werden. Das ist ein wirklicher Teil auch für diejenigen, die in Bildungsverantwortung stehen, zu wissen, was es alles gibt. Also das merke ich auch, dass wir sehr, sehr viel übertragen können. Also im Moment ganz, ganz großes Thema, nachdem wir uns alle jetzt wochenlang mit Methoden und Technik auseinandergesetzt haben, sind jetzt die sogenannten Energizer. Das heißt, du sagst vorhin ja auch schon, so Videokonferenzen lustiger machen oder auch, ich sag mal, Interaktion fördern und wie auch immer. Und ich erhalte auch regelmäßig Anfragen dazu. Und eine der häufigsten Antworten ist auch, was macht ihr denn mit Gruppen vor Ort analog? Weil auch dort gibt es Kennenlernspiele, da gibt es Interaktionsmöglichkeiten und sehr viel lässt sich auch wirklich digital übertragen. Und natürlich auch die Kehrseite der Medaille ist natürlich klar. Also Leute, die, ich sag mal, schon analog in einem Raum Kennenlernspiele doof finden, werden digital davon nicht begeistert sein. Und auch hier muss man natürlich gucken, dass wenn man, ich sag mal, auch kein Fan von sowas ist, sowas dann auch nicht mit im digitalen Raum übernimmt, weil dann einfach auch die Authentizität dann auch fehlt. Also das heißt, gut, wir haben festgestellt, wir können sehr, sehr viel übernehmen von dem, was wir auch schon gelernt haben. Wir brauchen allerdings Zeit, Gelegenheit, uns regelmäßig mit Software, mit Technik, aber auch mit Methoden, Online-Methoden auch auseinanderzusetzen. Genau, und wir brauchen auch ein Format, wo Menschen, die nicht die große Zeit haben, sich damit regelmäßig jede Woche zu beschäftigen, beispielsweise, ja, wo sie sagen können, ja, da kann ich mal so einen 3-Tages-Kurs machen. Du bietest das ja an, wenn ich mich recht erinnere, dass du einfach mal über Tage lang so einen Kurs machst. Das ist auch nochmal eine Überlegung. Also zu sagen, wie können wir eigentlich so etwas, wie wir analog gemacht haben und analog machen, also Fortbildungen. Wie können wir Fortbildungen, die jetzt mal, sag mal, über 1,5 Stunden hinausgehen, wie können wir das sozusagen auch in das Digitale reinholen? Ich mache jetzt mit einer Kollegin zusammen eine Fortbildung für hauptamtliche Führungskräfte, ja, in Einrichtungen. Und die wollten von mir sozusagen an einem Tag wollten die alles lernen. Also die haben gesagt, wir haben Zeit von 9 bis 17 Uhr und dann machen wir das an einem Tag. Und ich habe gesagt, das könnten wir, aber ich mache es nicht. Ja. Ja, ich mache es nicht. Ich habe das dann aufgeteilt mit meiner Kollegin in 3 Häppchen, 1,5 Stunden, die wir an 3 unterschiedlichen Tagen machen, weil wir auch gesagt haben, es ist wichtig, dass ihr zwischendrin auch was ausprobiert. Genau. Ja. Ähnlich sind ja auch meine Veranstaltungen aufgebaut, dass wir an einem Tag 2 Stunden machen. Dann habe ich im Prinzip Videos für eine Selbstlernzeit produziert, wo ich dann auch, ich sag mal, technische Sachen oder Bedienung von Tools erkläre. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben dann in der freien Verfügbarkeit Gelegenheit auszuprobieren. Das können sie sich selber einteilen. Und am nächsten Tag reden wir dann über mögliche Einsatzszenarien. Und da habe ich schon sehr gutes Feedback bekommen, vor allen Dingen wegen der individuellen Lernzeit und des Lerntempos, dass sich jeder halt wirklich in seiner oder ihrer Geschwindigkeit damit auch beschäftigen konnte. Und auch die Reflexion dessen, was also sozusagen eine Rückmeldung zu kriegen für das, was man gemacht hat oder eben auch zu sagen, hier, ich habe da jetzt was ausprobiert, das, was wir analog auch machen würden. Ja? Ja, wir haben etwas, wir reden darüber, wir machen uns Gedanken, wir liegen vielleicht abends im Bett, denken nochmal darüber nach, wie das war. Da kommt noch eine Frage, die muss ich unbedingt noch stellen und dann habe ich sozusagen am nächsten Tag darüber dafür auch noch mal Zeit. Ja, aber das, was du sagst, dass wir nämlich auch Zeit brauchen, um uns mit diesen Technologien und den Konzepten, die mit den Technologien ja verbunden sind, auch damit zu beschäftigen, das ist ein ganz wichtiges Element. Und da muss auch für uns, ich sag mal, als Menschen, die andere Organisationen beraten, auch ein Schwerpunkt drauf sein, zu sagen, eure Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter brauchen dafür auch Zeit. Ja.
Ja, ich glaube, einer ja, Schwerpunkt Zeit und vor allen Dingen, ich sag mal, für die Menschen, die in den Bildnerpositionen mit drin sind, wenn es darum geht, Haushalte auch festzulegen, sollte man einfach auch ein gewisses Budget, ich sag mal, für Lizenzmodelle oder ich sag mal auch für Software haben, um einfach ausprobieren zu können. Weil immer nur kostenlose Versionen ist man auch sehr eingeschränkt. Und also ich ziehe einfach immer ganz gerne den Vergleich zur analogen Bildungsarbeit. Da ist es überhaupt gar kein Problem, Räume für mehrere hundert Euro am Tag zu mieten. Das ist kein Problem, für einen Moderationskoffer 50 Euro zu bezahlen, für den Beamer 50 Euro zu bezahlen, für WLAN pro Person 20 Euro zu bezahlen. Aber wenn dann ein Tool im Monat 20 Euro kostet, an Lizenzgebühren, das Geld haben wir nicht. Und ja. Da rege ich einfach auch mal zu einem gewissen Andersdenken oder auch Umdenken einfach auch mal an. Ja, aber ich glaube, dass das ein Stück weit, also ich bin ja da immer noch ein bisschen pessimistisch, was die Zukunft angeht, ein Stück weit auch tatsächlich ein Einzug hält in Organisationen, die eben gesagt haben, ja, es ist ja nicht nur ein Nachteil, Online-Bildungsveranstaltungen zu machen. Ja, es gibt ganz stark dieses Bedürfnis zurück zur Normalität. Wir wollen wieder ganz gerne so wie vorher auch arbeiten. Das ist auch verständlich, das möchte ich auch. Aber ich möchte auch neue Dinge ausprobieren, weil ich ja damit auch einen Gewinn verspüre. Also wir erreichen dadurch Bildungsveranstaltungen online, das wissen wir aus ganz vielen Veranstaltungen, Menschen, die wir sonst nicht erreichen. Natürlich. Ja. Und auch gerade, wenn wir sagen, Zugänge zur Bildung erleichtern. Ja. Also gerade so die Barrierearmut oder Barrierefreiheit von Bildungsangeboten ist da schon ein ganz großer Punkt. Und ich meine, wir haben ja in den letzten Jahren auch, ich sag mal, schon Online-Beteiligung geboten, Online-Zugänge geboten, jetzt nicht wegen Distanzgebot, sondern einfach, um diejenigen zu erreichen, die nicht mehr kommen können. Also sei es jetzt auf Alter oder eingeschränkte Mobilität und wie auch immer. Oder Entfernung. Also Entfernung. Sagt unser Barcamp in Kassel, das wir gemacht hätten, analog, das wir dann digital gemacht haben, da waren Menschen dabei, die gesagt haben, ich hätte jetzt nicht dabei sein können, wenn das analog statt. Das Gleiche war in Mecklenburg-Vorpommern auch. War gut ein Drittel der Menschen, die gesagt haben, ja, analog wäre es ein bisschen problematisch geworden, aber wir hatten auch eben Leute, so wie mich auch, die nicht aus Mecklenburg-Vorpommern kamen, die gesagt haben, ich bin hier aus Köln, ich bin aus Hamburg und ich kann teilnehmen. Das ginge sonst nicht. Natürlich. Und ohne sich dann direkt, ich sag mal, einen Tag Urlaub zu nehmen und die Hälfte der Zeit dann im Zug zu verbringen. Das kommt, naja gut, im Zug ist ja auch schön. Du fährst ja gerne Zug, von daher ist das genau. Ja. Also ich meine, wir fahren ja auch ab und zu mal, zumindest in der Vergangenheit sind wir ab und zu mal zusammen Zug gefahren. Ab und zu, genau. Da kam ja auch der Gedanke für diesen Podcast überhaupt erstmal zustande, weil wir immer unsere schönen Gespräche haben. Das stimmt natürlich. Ja, vielleicht auch mal interessant jetzt von den Zuschauerinnen und Zuschauern jetzt hier Facebook oder auch in Zoom, ja, gerne Kommentare dazu abgeben, Meinung dazu abgeben. Inwieweit verändert sich jetzt auch das Bild des Bildners oder der Bildnerin? Inwieweit haben wir neue Anforderungen? Inwieweit stehen wir vor komplett neuen Anforderungen oder können auch, ich sag mal, alte, etablierte Methoden, das, was wir gelernt haben, auch im digitalen Raum übertragen? Seid herzlich eingeladen, das zurückzumelden oder euch mit zuzuschalten. Bild des Bildners. Das war jetzt schon wieder so eine richtig krass coole Überleitung. Ja, das ist schon ja. Die zweite an diesem Tag. Ich finde, da gibt es erstmal ein. Danke, danke, danke. So. Ach so. Genau. Wir müssen es ja lustiger gestalten. Das stimmt, das stimmt. Das ist, genau. Ich hatte vor vielen Jahren übrigens eine Fortbildung Edutainment. Ja, da ging Entertainment in Bildungsveranstaltungen. Das war auch sehr, sehr, ist schon viele Jahre her. Ich weiß gar nicht, ob es da schon, auch Internet gab es schon, aber war schon immer ein wichtiges Thema, auch unterhaltsam, die Bildungsveranstaltung zu gestalten. Aber Bilder des Bildners, Selbstbild des Bildners. Ich beobachte sehr oft, dass mit den
neuen Anforderungen, die jetzt auch gestellt werden, oder auch neuen Kompetenzen, die sich Bildnerinnen und Bildner aneignen, um Digitalformate zu erstellen, auch mal eher ungewöhnliche Anfragen kommen. Wie zum Beispiel dann Übernahme, was weiß ich, von Streaming-Angeboten, aber dann auf der komplett technischen Seite im Prinzip als Videoregieassistent, Kameraführung, als Tontechniker zuständig sein für Mikrofone, für Beschallung, für PA-Anlage und am besten, ihr habt ja eben Zentrumbildung, die Hardware. Wäre es uns natürlich lieb, wenn du alles mitbringst, aufbaust und dich darum kümmerst. Kennst du auch so ähnliche Anfragen? Ja, ich kenne ähnliche Anfragen, muss ich sagen. Also es gibt ja manchmal für mich ganz lustige Anfragen von Organisationen, die sagen, wir haben da eine Veranstaltung, wir wollen das so ein bisschen machen vor Ort, aber auch digital, weil vor Ort können wir nicht mehr so viele, aber wir können sozusagen viele Orte mit wenigen Menschen bedienen und deswegen wollen wir das machen. Wir würden Sie jetzt gerne gewinnen, dass Sie kommen, dass Sie an diesen 10 unterschiedlichen Orten das Equipment sozusagen liefern, dass Sie die Technik übernehmen und uns gleichzeitig auch noch beraten, wie Sie am besten die Veranstaltung machen. Ja. Die Anfragen gibt es, ja, aber ich meine, ich habe dann meistens ein klärendes Gespräch. Das dauert so eine Stunde, wo ich dann sage, was wollen Sie denn eigentlich machen? Und nach einer Stunde sind die Leute immer sehr dankbar, weil sie jetzt ein viel klareres Bild haben von dem Aufwand, von so einer Veranstaltung, von dem, was man vor Ort braucht. Ja, weil ich kann ja auch nicht an 10 Orten vor Ort sein und sozusagen die Technik managen. Und wenn ich bei Ort A sitze und bei Ort C fällt das Bild aus, ja, dann kann ich sozusagen mal anfangen, mich sozusagen einzuloggen über Fernwartung. Aber das sind ja alles Dinge, ich weiß ja nicht, liegt es am Beamer oder liegt es an der Kamera oder also. Manchmal sind einfach so diese Unkenntnis auch verständlicherweise noch ein Stück weit verbreitet. Da glaube ich, das wird sich aber in den nächsten Jahren ändern. Ja, und ich erlebe es halt auch, dass diese Anfragen im Prinzip auch andere Kollegen abschrecken. Weil irgendwie allein, dass es die Anfrage, diese Erwartung oder den Wunsch gibt, der Eindruck entsteht, es müsse dann zur neuen Kompetenz des Bildners gehören, sich auch um, ich sag mal, die technische Seite auch mit zu kümmern. Und das finde ich halt schon ziemlich fatal, weil das für viele einfach ein Hindernisgrund ist, sich überhaupt auch mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und ich glaube, wir müssen einfach auch mal reflektieren als Bildnerinnen und Bildner, was diese Digitalisierung, was die neuen Formate, was das mit dem Berufsbild des Bildners machen, wo wir selber da auch stehen und auch vor allen Dingen, wo unsere eigenen Grenzen auch da sind und diese einfach auch für einen selber auch festlegen. Ja klar, auch die Frage, das beschäftigt mich auch, inwieweit Bildner selber sozusagen auch willig sind, sich zu bilden. Also auch nochmal eine Frage, die auftaucht, ja, zu sagen, ja, ich habe ja jetzt Kompetenzen erworben als Bildnerin und Bildner, ja, und ich möchte jetzt das sozusagen nicht nochmal für den digitalen Raum tun, sondern, Herr Grunwald, können Sie das nicht übernehmen, ja? Dann kann ich sozusagen meinen Part weitermachen, den ich bisher auch gemacht habe und das, was ich nicht kann, aber eigentlich als Bildner auch bräuchte und wo ich auch sagen würde, das wäre sinnvoll, das wollen Sie sozusagen externalisieren und sagen, das wirklich dann abzugeben an Herr Grunwald, können Sie mal die Technik machen? Ja. Ja. Und da sage ich, ich meine, ich wäre ein ziemlich teurer Techniker. Ich erinnere mich, ich habe irgendwann Anfang 2000 auch an der Akademie in Remscheid die Weiterbildung oder Ausbildung zum Diplom-Medienberater noch absolviert und hatte dort auch noch einen Kollegen aus der Jugendförderung, ich glaube damals war es Braunschweig, er stellte sich vor als digitaler Hausmeister. Also das heißt, er war im Prinzip derjenige, der sich in der Einrichtung mit Medien, mit Technik auskennt und dann einverleibt wird. Ja. Und ich glaube, diese Gefahr des Einverleibens, die steigt natürlich mit dem Grad der Digitalisierung. Das kennst du wahrscheinlich aus deiner Arbeitsstelle auch.
von der Arbeitsstelle, ja gut, wobei eher aus der jetzigen im Zentrum Bildung, eher aus der vorherigen, weil in der jetzigen, da haben wir eine sehr gute Struktur und wir haben auch jemanden in der Zentralverwaltung, einen sehr kompetenten Herrn, der eben auch für besagte Technik auch zuständig ist. Da kann ich auch ganz klar sagen, okay, hier sind Zuständigkeitsbereiche. Eher so aus meiner Arbeit noch als in den Dekanaten, wo ja eh sehr viel auf Eigenverantwortung auch immer lief und da sind die Arbeitsfelder nie so wirklich ganz klar abgelegt. Wenn du willst, dass was passiert, mach es am besten selber. Und da wurde man recht schnell irgendwie zum Webmaster, Systemadministrator, Servicetechniker und sobald man Computer nicht geht, als Medienpädagoge aufgerufen. Und ich glaube, da müssen wir jetzt mit steigender Digitalisierung uns einfach auch positionieren, aber auch klar machen, was zum Arbeitsauftrag gehört und was auch nicht. Ja, das fände ich nochmal spannend für eine eigene Sendung auch nochmal zu beleuchten, weil das natürlich, ich sag mal, in den unterschiedlichen Organisationen auch sehr verschieden gehandhabt wird. Ja. Wir haben jetzt zum Beispiel einen externen Systemadministrator, das heißt, der beschafft uns die Computer, der macht die Software, der beschafft die Software, der installiert das alles. Das ist alles nicht unser Job, glücklicherweise. Ja, und trotzdem fragt mich natürlich, wenn meine Kollegin sagt, hier, der Monitor geht nicht, kannst du mal schauen. Da habe ich auch überhaupt kein Problem dazu. Aber das ist natürlich auch, und wir sind ja jetzt in einer Organisation, die wie viele andere Organisationen auch einsparen müssen, ja. Auch die Frage, welche Dienste man sozusagen externalisiert, weil die Einrichtung einer E-Mail-Adresse kostet bei uns, wenn ich recht erinnere, 15 Euro. Ja, bei Google Mail kostenlos. Ich brauche dafür eine Minute und das könnte ich auch so machen. Ja. Aber das sind so einfach so Fragen, aber auch die ganze Frage von, welche Software wird genutzt? Ja? Also welche Gelder bin ich bereit zu zahlen? Setze ich, das ist ja auch im kirchlichen Kontext, wird es diskutiert, welche Betriebssysteme, welche Software schaffen wir an, machen wir uns sozusagen abhängig. Wir haben ja nachher ein Gespräch mit Menschen, die gesagt haben, wir müssen eigentlich weg von der proprietären Software und müssen hin zur Open-Source-Lösung. Ja. Wo wir einfach auch grundsätzlich mal überlegen müssen, mit zunehmender Digitalisierung, welche Kosten wir sozusagen tatsächlich externalisieren, nach außen geben, welche Aufgaben wir nach außen geben und welche wir bereit sind, auch selber zu machen. Ja, dass wir sagen, wir haben zwar einen Hausmeister, der für uns den Rasen mäht, der kehrt auch bei uns, der macht auch die Küche, der macht auch sauber, der macht auch die Fenster putzen und was weiß ich was alles, was der macht. Ja, aber wenn eine Maus kaputt ist, müssen wir 80 Euro bezahlen für das Austauschen einer Maus. Ja. Ja, so, genau. Gibt es doch irgendwie, wir sind jetzt schon relativ am Schluss und ich würde es gerne nochmal Gelegenheit geben, sich zuzuschalten oder Kommentare abzugeben. Veränderte Welt der Bildnerinnen und Bildner. Ich glaube, das ist einfach ein Punkt, mit dem wir uns zukünftig auch noch wesentlich intensiver beschäftigen müssen und was auch gut ist. Ich meine, die Gesellschaft, die verändert sich und da wäre es naiv anzunehmen, dass sich auch Arbeitsfelder nicht verändern. Also gerade auch Arbeitsfelder, die eben auch auf die Menschen in der Gesellschaft zugehen müssen und auch mit diesen auch zu tun haben. Von daher bin ich zumindest mal sehr gespannt, wohin der Weg uns führt. Und wir laden auch immer ein, ja, mit Beteiligung oder einfach mitzumachen, sich rückzumelden, auch einfach mal Vorschläge einzureichen, wie ihr und sie die Sache einfach sehen, die Angelegenheiten, Themen mit beizusteuern und so weiter. Ja, lieber Michael, wir nähern uns jetzt langsam 11 Uhr Grenze und ich würde jetzt einfach nochmal übergehen in den Werbeblock. Hast du noch was, worauf du werben möchtest? Also wir haben jetzt natürlich nochmal am kommenden Donnerstag die Zoom-Sprechstunde. Das heißt, für alle... An der ich ja nicht teilnehmen werde, weil ich mich tatsächlich schon im Urlaub befinde. Ja, aber ich bin ja da, genau. Das heißt, für alle, die irgendwie mal generelle und allgemeine Fragen zu Zoom haben, die können sich dann gerne hier unter erwachsenenbildung-ekhn.blog in den Terminen mal umschauen, da gibt es die Sprechstunde und ganz interessant, es geht dann weiter mit den Edu-Talks am 28. August.
mit dem Thema Verschlüsselung, Datenschutz und Sicherheit mit dem Steffen Haschler vom Chaos Computer Club. Das wird sicherlich auch ein ganz, ganz spannender Talk. Hast du noch was, Michael? Ja, unser nächstes Treffen im Gedankenflimmern am 4. September. Auch ganz wichtig darauf hinzuweisen, wir gehen ja jetzt in die Sommerpause. Sommerpause, ja. Und dann sehen wir uns im September wieder. Genau, also von daher wünsche ich noch einen schönen Sommer. Allen, ja, eine schöne Ferienzeit, eine schöne Urlaubszeit. Bis bald und macht's gut. Tschüss. Tschüss.